Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Fahrt-Hier-Video. Es wird Zeit für mein Fazit zum Amazon Fire TV Stick. Deswegen stehe ich hier mal wieder vor dem Fernseher. Und ihr hattet recht, ich habe dieses Video total vergessen. Ich dachte, das hätte ich schon längst rausgehauen, hatte ich aber nicht. Und deswegen hat sich jemand zu Recht im gestrigen Video beschwert. Und ihr seht es, manchmal lese ich Kommentare und reagiere dann auch darauf. Also jetzt mein Testbericht, mein Fazit, mein wochenlanges Erlebnis mit dem Amazon Fire TV Stick. Und ich sag's direkt, ich bin äußerst angetan von diesem Gerät. Dürfte ich mir derzeit nur ein Gerät aussuchen, was ich an meinen Fernseher anschließen müsste, dann wäre es in der Tat der Amazon Fire TV Stick und nicht die Amazon Fire Box oder das Fire TV, also der große Bruder, sondern wirklich der günstige Stick. Aber der Reihe nach, was habe ich hier für ein Setup und was ist da normalerweise angeschlossen? Ich habe einen ganz normalen LG 42 Zoll Doof-TV, also kein Smart-TV. Ich werde mit diesen Smart-TVs einfach nicht warm und ich bin da auch ehrlich gesagt immer der Pfennig-Fuchser, der sich da einfach nur einen großen Bildschirm holt und dann halt Geräte dran anschließt. Und was ist da normalerweise bei mir dran angeschlossen? Eine PS4, eine Xbox One, hier steht auch noch eine Xbox 360 rum, aber die Geräte, die viel interessanter sind, natürlich ist da so ein Apple TV dran angeschlossen. Und auch hin und wieder ist so ein Google Chromecast Stick dran angeschlossen. Und da ist auch noch so ein Android PC HDMI Stick dran. So dann hier mit Fernbedienung und Touchpad und alles Möglichen. Und jetzt seit einiger Zeit halt der Amazon Fire TV Stick. Ihr seht also, ich sag mal, das Standard-Setup ist vorhanden und ich kann die Geräte hier und da auch gut miteinander vergleichen. Ich würde aber trotzdem sagen, der Fire TV Stick ist nicht direkt für jeden gedacht. Ihr müsst euch erstmal Gedanken machen, was wollt ihr an eurem Fernseher anschließen? Wollt ihr damit nur Amazon Prime Instant Video nutzen? Dann ist das natürlich eine super günstige Art und Weise, das auf das Gerät drauf zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob Smart TVs auch Amazon Prime Instant unterstützen. Ansonsten, wer natürlich noch Konsolen hat, darauf läuft inzwischen Prime Instant Video auch, beziehungsweise schon lange. Früher war es ja bei iOS so, man musste dann von seinem iPhone, iPad oder sowas dann aufs Apple TV streamen. Das war ja auch ein bisschen umständlich oder ist immer noch umständlich. Und bei Android weiß ich es derzeit schon gar nicht mehr. Also, Hauptzielgruppe, behaupte ich jetzt einfach mal, sind wirklich bei Amazon die Prime Instant Video Abonnenten oder die Kunden, die Amazon Prime Versand haben wollen und dann diesen Video-Streaming-Dienst gratis dazu bekommen. Dann ist so ein Fire TV Stick natürlich Bombe, sage ich jetzt einfach mal. Das ist super ideal, ihr braucht kein anderes Gerät, ihr lehnt euch zurück, habt die Fernbedienung und freut euch drauf. Der einzige Unterschied dann aber noch vom Fire TV Stick zum großen ist aber, da dann aufpassen, ihr könnt an den Fire TV Stick kein Netzwerkkabel anschließen, also wirklich nur WLAN. Ihr braucht halt ein vernünftiges WLAN zu Hause, damit das auch mit dem Videostreamen funktioniert. Ansonsten kann der große Fire TV Stick auch noch, hat einen optischen Audioausgang. Hier beim Stick ist es wieder so, da läuft halt alles Audio halt über den Fernseher. Und als letztes haben wir dann noch den Unterschied bei der Fernbedienung, denn da ist keine Spracherkennung bei, hier fehlt das Mikrofon. Ist das schlimm? Nein, denn es gibt inzwischen auch eine Amazon Fire TV Stick App, die dann auf eurem Smartphone auch das Mikrofon simuliert, beziehungsweise ihr könnt dann mit eurem Smartphone auch ganz normal den Amazon Fire TV Stick bedienen. Das ist sehr schön und wo es richtig schön ist, ihr habt nämlich auch eine Tastatureingabe. Das heißt, ihr könnt hier auf eurem Smartphone viel schneller, toller eintippen, als dann mit diesem Steuerungsrädchen rauf und runter Buchstaben suchen. Das nur mal am Rande. So, das ist das Standardprogramm. Dann wollen wir natürlich noch viel mehr machen mit unserem Stick. Und zwar noch andere Videodienste zum Beispiel nutzen. Da haben wir hier auf dem Stick zur Auswahl auch noch Netflix. Ich weiß, es gibt noch andere Dienste, wie zum Beispiel Watch Ever. Da gibt es derzeit aber noch keine offizielle App im App Store für den Stick oder beziehungsweise für die Fire TVs zu. Die könnt ihr aber sideloaden. Danach klappen, ich sag mal, 2/3 der Serien und Filme klappen auch damit. Vielleicht klappt es inzwischen ein bisschen mehr. Da ist der Stick noch nicht so ausgewogen oder dazu ist er noch nicht. Also da ist das Angebot von Amazon für Apps auf dem Stick, da hinken die leider noch ein bisschen hinterher. So, darum muss man sich aber selber schlau machen. Deswegen für einen reibungslosen Ablauf, guckt euch erstmal die Apps an, die im Amazon Store verfügbar sind und ob da was für euch bei ist, ob da eure App, die ihr nutzen wollt, zum Beispiel unterstützt wird. Für mich als Amazon Prime Kunde und Netflix Abonnent ist das Ding hier super.
Dann zusätzlich Musik hören, Spotify. Ich habe hier inzwischen, gibt es Spotify Connect hier drauf. Bedeutet, ich benutze dann wieder mein Smartphone, um dann die als Fernbedienung, um Musik auf dem Fernseher und dann vielleicht an die angeschlossene Anlage rüber zu streamen. Das muss ich aber nicht nur machen mit Spotify Connect, sondern es gibt dann so eine App wie zum Beispiel Emma. Über Emma kann ich auch dann ganz normal das komplette Spotify-Angebot dann wieder mit der Fernbedienung unabhängig von einem anderen Gerät, von einem Tablet oder einem Smartphone nutzen. So, es gibt natürlich auch noch jede Menge andere Apps und da muss man aber dann erstmal gucken, ob da was Interessantes für einen bei ist. Zum Beispiel Mediatheken, Tagesschau oder sonstige Nachrichtennummern. So, das ist natürlich schön. Des Weiteren gibt es auch noch Spiele. Spiele hatte ich ein ausführliches Video mit dem großen Amazon TV, auch mit dem Game Controller. Überzeugt mich nicht wirklich, wenn ich am Fernseher spielen will, dann hole ich mir lieber eine richtige Spielekonsole. Und in dem Moment, wo ich eine richtige Spielekonsole habe, dann kann ich auch da gucken. Da gibt es auch die Amazon Prime Video App drauf. Da gibt es auch Spotify, da gibt es auch Netflix. Deswegen hier wird wirklich die Empfehlung, wenn ihr schon irgendein Gerät für euren Fernseher habt oder ihr habt ein Smart TV, wo Apps drauf laufen, dann guckt bitte, wie das mit den Apps ist, welche Apps ihr wirklich nutzen wollt, welche Angebote ihr nutzen wollt. Deswegen, das ist einfach, da gibt es so viele Variablen, was Leute nutzen und was sie nicht nutzen. Das kann ich hier einfach pauschal nicht sagen. Ich sage euch nur, was jetzt gerade mit dem Fire TV Stick funktioniert. So, das App-Angebot hatten wir schon. Dann gibt es aber zwei Apps, die den Fire TV Stick nochmal richtig krass aufwerten. Das ist einmal Plex. Plex ist vielen bekannt für ihren Heimvideo-Server und ich bin halt kein Plex-Nutzer, sage ich mal ganz ehrlich. Das, was ich im persönlichen Setup habe, ist NAS, wo alle Filme drauf liegen, wo auch Dateien, Dokumente drauf wandern und auf das ich dann mit diversen Geräten zugreifen will und zwar direkt und dann nicht noch mit Plex dazwischen und solche Sachen. Deswegen gibt es hier, und das hat wirklich, gibt es ja auch schon ausführliche Videos zu, das Programm nennt sich Kodi. So, Kodi, Kodi, Kodi. Und Kodi pimpt euren Fire TV Stick nochmal, ich sag mal, in ganz andere Regionen. Ihr habt zum einen natürlich Zugriff auf euer NAS, wenn ihr etwas haben wollt. Dann ist bei Kodi, machen wir es andersrum, Zugriff auf alles, was ihr auf euer NAS. Ist bei mir auch drin, dass ich dann einfach aufs NAS greife, hier meine Filme, meine Serien, die da liegen und einfach wiedergebe. Das richtig Coole sind aber noch Add-ons. Ihr könnt hier, ich sag mal, von vielen Fernsehsendungen oder Fernsehsendern Apps draufpacken. Das ist dann was ich von Pro7 oder RTL. Und dann könnt ihr dann die Serien oder die Filme gucken in dieser 7-Tages-Frist, die ihr vergessen habt. Zum Beispiel, was weiß ich, bei mir war das Topmodels, bei mir war das Let's Dance, bei mir war das Dschungelcamp. Ja, fragt mich nicht. Ich habe einmal, bei mir ist es so, im ersten Halbjahr des Jahres gucke ich Fernsehen und im zweiten Halbjahr des Jahres gucke ich kein Fernsehen mehr. Was ich aber immer nutze, ist natürlich Serien und Filme, gerade auch über die Streamingdienste. Also, das ist so eine Sache, dieses Add-ons von diesen Sendern. Wahnsinn, das ist super komfortabel, das geht also auch drauf. Also NAS plus nochmal das Fernsehzeug drauf ist eine nette Kombination. Es gibt auch noch viel mehr Zeugs, noch mehr Add-ons. Da einfach mal nach Kodi googeln, sich in Kodi einlesen und dieses Kodi-Zeug ist toll. Kodi hat auch noch AirPlay-Server integriert, aber das klappt da im größten Ganzen einfach nur für DRM-freies Zeug. Das ist nämlich noch ein nächster Punkt, den wir hier haben. Denn vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich denkt, kann mein Fire TV Stick, kann mit der meinen Apple TV ablösen. Ich sag mal so, es gibt auf dem Fire TV Stick einen Haufen Receiver-Apps. Also für zum Beispiel als AirPlay-Empfänger oder als hier zum Beispiel Allcast für den als Android-Empfänger. Oder was das Ding nämlich auch noch kann, ihr könnt, das Ding kann Mirrorcast. Bedeutet Einstellung, Töne und Bildschirme und dann muss man das einmal aktivieren. Und dann steht da Display duplizieren, aktivieren. Und dann können da zum Beispiel auch Windows Phone Geräte ihren Bildschirm drauf spiegeln oder auch gewisse Android Geräte, wenn sie es denn schon unterstützen, auch den Bildschirm schon spiegeln. Das ist toll zum Fotos zeigen, zum selbstgemachte Videos zeigen. Hier und da mal durch PDFs, Dokumente, ganze Word-Dokumente. Ihr könnt dann zum Beispiel, wenn ihr da Word-Sachen drauf habt, könnt ihr das Ding dann auch als Präsentationsteil nutzen, um eure PowerPoint-Folien, um eure Excel-Sheets, um eure Word-Dokumente oder was auch immer da drauf zu zeigen.
das funktioniert an dieser Stelle. Wo es aber Probleme gibt, sind dann wieder diese digitalen Schutzrechte, diese DRMs, diese Kopierschutzdinger. Denn das funktioniert mal hier, mal da. Zum Beispiel Audible von Android funktionierte, dass ich da das Hörbuch auf den Fernseher streame. Was nicht klappte ist, zum Beispiel bei Netflix bekam ich überall nur Bild, aber kein Ton. Das war dann sehr schade. Also sobald da diese Schutzmechanismen drin sind, das ist das gleiche Problem, wenn ich Serien oder sowas über iTunes habe, da gekaufte Filme, gekaufte Serien habe, die hier wiederzugeben. Ich sag mal pauschal, das geht eher nicht. Das ist nicht ausgereift, da habt ihr mehr Frickelei als sonst was. Deswegen, wenn ihr es für iTunes oder sowas wollt, dann ist so ein Chromecast-Stick kein Ersatz für ein Apple TV. Wenn ihr damit auch, was weiß ich, für ein Chromecast mit Netflix nutzen wollt, ist es auch kein Ersatz. Aber wir haben ja hier Netflix direkt mit drauf. Das heißt, ihr braucht da nicht von eurem Gerät streamen. So, das wäre das. Das sind die ganzen Streaming-Sachen. Also eigene kleine Sachen, Fotos rüberschmeißen, Dokumente, geht in der Regel problemlos mit egal welcher Plattform ihr darauf was werfen wollt. Das freut mich sehr. So, das wäre das. Spielen habe ich jetzt nicht damit gemacht, das Thema hatten wir gerade. Und die Performance. Mein Fire TV Stick, ich sag mal so, er ist hier und da ein Ticken langsamer als die große TV-Box. Also der ist der große Bruder, aber der ist immer noch schnell, der rennt, läuft, spielt alles ab. Und ich habe bei meinem Fire TV Stick nicht das zusätzliche Amazon-Netzteil benutzt, sondern den an den USB-Port von meinem LG-Fernseher angeschlossen. Und der Strom reicht aus. Der ist nie abgestürzt, der hat sich nie neu gestartet oder sowas. Nein, da reicht es auch aus. Da bin ich also auch hin und weg und sage, läuft. So, das wären jetzt viele Punkte. Derzeit ist der Amazon Fire TV Stick mal wieder um 10 Euro reduziert auf 29 Euro. Und da muss ich sagen, passt. Das ist wie beim Google Chromecast Stick damals bei der Android-Fraktion. Da kostet ja immer noch 35 Euro, wo ich sage, kaufen, ausprobieren, rumspielen und bei 29 Euro oder auch bei 39 Euro würde ich persönlich ziehe wirklich den Amazon Fire TV Stick dem Google Chromecast vor. Einmal, weil ich halt die Fernbedienung habe und das Gerät auch ohne mein Android-Smartphone oder Tablet bedienen kann und weil ich einfach nochmal zusätzlich viele andere Möglichkeiten habe, damit rumzuspielen, mit anderen Geräten drauf rumspielen. Miracast war ein Beispiel. Das, was mir noch fehlt, ist halt viel mehr App-Angebot von Amazon selber. Aber ich habe es ja schon erwähnt, ihr könnt auch selber Apps draufspielen. Da ist dann aber immer die Frage, wie weit die dann funktionieren oder wie umfangreich der Funktionsumfang dann für die Apps ist. So, das war jetzt ein langes Video. Ich bin hellauf begeistert vom Amazon Fire TV Stick. Aber bevor ihr einfach zugreift, macht euch im Klaren drüber, welche Apps wollt ihr mit dem Gerät nutzen, welche Apps wollt ihr auf dem Fernseher nutzen und habt ihr nicht bereits ein Smart TV, eine Spielekonsole, die sowas sozusagen für euch bereits schon alles kann. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!